willkommen vor dem Kreativatelier Aufblühen. Die Sonne scheint und ich will das jetzt ganz schnell ausnutzen, um meine Winterdeko zu entfernen vor der Haustür und den Frühling kommen zu lassen. Bleibt dran und dann zeige ich euch, was ich heute vorhabe. Ja, so sehen die Reste jetzt hier vom Winter aus. Meine beiden Zinkbehälter hatte ich ja mit Koniferen abgedeckt, hatte da zum Teil auch noch einen Weihnachtsbaum drin. Hier seht ihr noch die Zapfen und die ganzen Koniferen, hier die abgestorbenen Reste von meiner Hortensie und die vertrockneten Gräser. Hier seht ihr auch schon, dass zum Teil Tulpen sich den Weg bahnen durch die Koniferen hindurch. Das heißt, da muss ich jetzt aktiv werden und das Ganze neu und schön fröhlich, frühlingshaft bepflanzen. So sieht das Ganze jetzt ohne die Koniferen aus. Ich habe das jetzt abgedeckt und ihr seht, hier sind schon diverse Zwiebelblüher herausgekommen. Die werde ich auch einfach so drin lassen. Ihr seht hier das Ziergras, das werde ich jetzt einmal einkürzen, und auch meine Rispenhortensie. Die werde ich radikal kürzen. Das macht man normalerweise nur bei den Rispenhortensien, nicht bei den Bauernhortensien, sonst habt ihr wirklich ein Jahr Blühpause. Aber die Rispenhortensie hier mit diesen langen Dolden, die bauen sich wieder dann wunderbar von unten auf. Ja, bei dem Ziergras, da kann man Friseur spielen. Wobei man sollte vielleicht nicht unbedingt den Kopf eines Menschen so behandeln. Ich nehme das Ganze einfach in einer Hand zusammen, bei mir die linke, und dann schneide ich das so handbreit einmal ab. Und dann können die jungen Triebe, die man hier auch schon sieht, die hellgrünen, können dann sich entfalten und wachsen. So, und das muss man nicht wegschmeißen, sondern das werden wir nachher noch für den Türkranz benutzen, den ich noch anschließend basteln möchte. So, jetzt kommt meine Rispenhortensie dran. Da gucke ich einfach, dass ich so, ja, ein bis zwei Handlängen nehme, so Pi mal Daumen, und schneide die dann einfach ab. So. Und dann hat die wunderschön Zeit, sich jetzt im Frühjahr aufzubauen und wird im Sommer bzw. im Herbst oder Spätsommer wieder wunderschöne Rispen tragen. Hier ist mein anderer Zinkbehälter, meine Zinkwanne. Hier seht ihr, die Mühlenbeekia hat sich super durch den Winter gehalten. Und ihr seht auch hier, die kleinen Traubenhyazinthen kommen schon heraus und auch schon so ein paar Tulpen. Da hinten, das ist mein Geranium. Das wird auch sich schön entfalten und weiter wachsen. Hier ist eine kleine Rose reingesetzt, die werde ich einkürzen. Und das kann ich auch wirklich so bodennah machen. Die baut sich auch wieder richtig gut auf. Und hier ist mein Perückenstrauch, den lasse ich so. Ja, mein Zinkbehälter ist jetzt befüllt, und zwar habe ich da einfach Hornfeilchen reingesetzt. Oh, da ist ja Pote, unsere Katze. Und wie ihr seht, noch ein paar bemooste Äste draufgelegt. Hier gucken schon die Frühjahrsblühe raus. Und hier hinten das Ziergras, hier vorne ist noch ein Purpurglöckchen. Und ich habe einen Efeu reingepflanzt letztes Jahr. Und wie ihr seht, habe ich das jetzt einfach hier über dieses Welcome-Schild einmal hinüber geflochten. Wir haben hier unseren kleinen Wachhund. Hier seht ihr den anderen Zinkbehälter, meine Zinkwanne. Da habe ich fliederfarbene und hellblaue Hornfeilchen hineingesetzt und auch wieder mit ein bisschen Moos ausstaffiert, ein paar bemooste Äste. Hier in der Mitte kommt dann der Perückenstrauch, hinten mein Geranium-Storchschnabel, und insgesamt macht das Ganze einen richtig schönen frühlingshaften Eindruck, obwohl es ja jetzt erst Anfang März ist. Hier der Kranz an unserer Haustür, der hat jetzt wirklich seinen Dienst getan. Der hängt hier seit Herbst über den Winter, jetzt haben wir Anfang März, und da muss jetzt was Neues hin, irgendwas Schönes, Frühlingshaftes, und ich habe auch schon eine Idee. Bleibt dran und dann zeige ich euch, was ich damit mache. Ja, wie immer zuerst die Materialien. Ihr braucht grünen Steckdraht, um euch Krampen zu basteln. Wie genau ich das mache, zeige ich euch. Dann eine kleine Schere zum Schneiden von frühlingshaften Bändern, hier in Weiß, Rosé und Hellblau. Dann habe ich eine Blumenschere
und ein Seitenschneider. Frühlingsblüher, Perlhyazinthen und normale Hyazinthen, allerdings sehr, sehr kleine Hyazinthen. Gummitulpen, die wirklich sehr echt aussehen. Kunstblüten vom Kirschbaum und ganz frische Magnolienzweige. Sehr viel Moos, im schönen satten Grün. Und die Ziergräser, die ich vorne abgeschnitten habe. Dann braucht ihr einen Styroporkranz. Jener, der Durchmesser richtet sich natürlich nach der Größe in Proportion zu eurer Haustür. Ihr könnt auch einen Strohrömer nehmen. Ich habe mich jetzt hier für diesen Styroporkranz entschieden, weil ich eben mit diesen Haften arbeiten möchte. Und das klappt natürlich wunderbar mit diesem Kranz. Für die Krampen nehmt ihr, wie gesagt, grünen Steckdraht. Und nehmt ungefähr ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel. Ihr könnt auch mehrere zusammennehmen als Bündel, dann geht es schneller. Nehmt euren Seitenschneider, schneidet das ab. Dann geht ihr mit den beiden Fingern hier in die Mitte und biegt das einmal nach unten. Und schon habt ihr mehrere Krampen bereit. Den Kranz möchte ich komplett mit Moos bestücken. Und dazu habe ich hier meinen Plattenmoos. Den Dreck mache ich natürlich ein bisschen ab. Den habe ich hier bei uns aus dem Garten, den kann man natürlich auch kaufen. Und dann möchte ich wirklich die komplette obere Seite bestücken. Das heißt, ihr müsst gucken, dass das Moos richtig außen anliegt, oben anliegt und auch an der Seite anliegt. So, und immer möglichst so anlegen, dass man nicht die braune Erde sieht, sondern natürlich das grüne Moos. Dann kommen eure Krampen in den Einsatz und ihr befestigt einfach das Moos in dem Styroporkranz. Und zwar auch jeweils von außen, in der Mitte und von innen. Und so geht ihr einmal komplett um den Kranz herum. So, ich habe meinen Mooskranz jetzt fertig bestückt und das lässt sich wirklich wunderbar arbeiten mit dem Moos. Ihr könnt auch einfach mit dem Händedruck ganz viel auch noch formen und ich habe das Ziergras einfach auch mit Krampen einmal drumherum so ein bisschen befestigt, einfach um diese runde Form des Kranzes nochmal aufzugreifen und zu betonen. Und möchte jetzt weiterarbeiten mit meinen Magnolienzweigen. Und zwar seht ihr ja schon, dass die Magnolienzweige immer eine gewisse Wuchsrichtung haben. Und je nach Wuchsrichtung werde ich das dann mir zunutze machen und so anlegen, dass es eben ganz harmonisch auf den Kranz passt. Für die Stabilität ist es ganz hilfreich, wenn ihr das Ende des Magnolienzweiges in das Moos hinein drückt und dann erstmal mit einer Krampe befestigt und dann je nach Wuchsrichtung auch nochmal an einer ein oder zwei anderen Stellen auch wieder mit Krampen arbeitet. Dann hält das Ganze wunderbar. So sieht der Kranz jetzt erstmal aus, wenn dann die Magnolienzweige drauf sind. Und je nachdem, wie wild ihr das haben wollt, könnt ihr die natürlich kreuz und quer machen oder noch mehr von außen. Und das nimmt natürlich an Durchmesser zu und an Volumen. Aber ich mag das ganz gerne, wenn das so richtig schön wild und frühlingshaft ist. Und jetzt kommen meine Gummitulpen dran und die kleinen künstlichen Kirschblüten. Und die stecke ich jetzt auch wieder mit Krampen auf dem Kranz fest. Diese Gummitulpen, die kann man ganz wunderbar dehnen und formen. Und da möchte ich mir natürlich auch wieder die Kranzform zunutze machen und die Form der Tulpe dementsprechend dann auch da drauf befestigen. Und da mache ich es genauso wie mit den Magnolien, unten den Stiel, also ich möchte die nicht einkürzen, weil ich will die nochmal für andere Sachen verwenden, auch wieder ins Moos stecken, dass man den Anfang gar nicht sieht und das ganz harmonisch einfach sich da reinfügt. Und dann auch wieder mit Krampen im Styroporkranz befestigen. Das genügt immer so an zwei, drei Stellen. Und dann kommt schon wieder die nächste dran. So, jetzt habe ich die Tulpen alle angebracht und auch die Kirschblüten. Habe die Kirschblüten eher so im Außenbereich, also an der Außenkante verteilt und die Tulpen in der Mitte. Und jetzt möchte ich gerne noch so eine kleine blaue Nuance reinbekommen, weil wir ja auch eine blaue Haustür haben. Und da nehme ich jetzt die Traumhyazinthen und befestige diese Zahnstocher
steck die einfach einmal hinein in die Traubenhyazinthe und steck dann das Ganze so dahin, wo ich es eben haben möchte. Und da mache ich mir wieder die Wuchsform zunutze und steck die zum Beispiel einfach jetzt hier rein und ja, befestige eventuell das hier auch noch einmal mit einer Krampe. So, jetzt habe ich die ganzen Hyazinthen befestigt mit Zahnstochern und habe hier jetzt auch noch mal eine kleine Kirschblüte reingesteckt. Und ihr seht, insgesamt sieht das schon wirklich super frühlingshaft aus. Hier noch ein bisschen das Winterliche mit den vertrockneten Ziergräsern, dann das schöne saftige Moos. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Bänder. Ich werde oben da, wo die Tulpen sozusagen so zusammenkommen, da möchte ich das Ganze aufhängen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier die Bänder rumbinden und dann, genau, und dann werde ich schon zur Haustür gehen und das Ganze aufhängen. Dazu nehme ich jetzt erstmal die Bänder, nehme das breiteste Band, lege es unten drunter, dann kommt die zweite Stufe, also das zweitbreiteste Band. Und dann gucke ich immer, dass die Längen so in etwa hinhauen. Dann kommt mein rosa Kordel. Und zum Schluss noch so ein ganz schmales Satinband. So, das ist so in etwa, fasse ich das jetzt zusammen. So, und dann lege ich das an. Mal gucken, dass ich hier noch die Tulpe habe. Gehe einmal durch. Und wenn ich oben bin, mache ich da einfach einen Knoten rein. So, meine Frühlingsdeko ist jetzt erstmal fertig. Ich habe jetzt noch den Kranz aufgehängt, wie ihr seht. Gehe da mal ein bisschen näher ran. Ihr seht, oben hängen einfach die verschiedenen pastellfarbenen Bänder runter. Ich habe die dann noch ein bisschen verziert vorne, also abgeschnitten, angeschrägt oder so ein V reingeschnitten. Und ihr seht, dass das Grün der Gummitulpen, die weißen Kirschblüten und die Blautüpfelchen hier von den Hyazinthen wirklich ein ganz schönes, frühlingshaftes Farbensemble ergeben. Ja, und ich freue mich, dass jetzt der Frühling auch vor der Haustür ist. So, jetzt haben wir hier unsere Dekokatze, dann den Einzinkbehälter mit dem Welcome-Schild. Dann geht es weiter zu dem schönen Frühlingskranz und zu meiner Zinkwanne mit den Flieder hellblauen Hornfeilchen. Ja, mich würde einfach interessieren, welcher Zinkbehälter euch besser gefällt. Hier dieses mit den hellblauen fliederfarbenen oder das Ganze hier in weiß. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach, um keine Idee mehr zu verpassen. Und dann freue ich mich aufs nächste Video.